Ich bin als drittes von 6 Kindern in Bamenda im Nordwesten von Kamerun aufgewachsen. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter Hausfrau. Ich selber bin alleinerziehende Mutter einer 8-jährigen Tochter. Ich hatte das Glück, studieren zu können. Ich mag Musik, tanzen und Zeit mit meinen Freunden und Kollegen zu verbringen. Heute bin ich diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Agraringenieurin. Ich arbeite für die Organisation CIPCRE, wo ich eine Abteilung leite. Die Teamarbeit gefällt mir sehr. Ich gehe oft in die Dörfer. Hier habe ich den direkten Kontakt zu den Ackerbäuerinnen und Viehzüchtern. Durch gezielte Schulungen wollen wir ihre Ernährungssituation verbessern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Synergien zwischen der Viehwirtschaft und dem Ackerbau nutzen können. So kann zum Beispiel aus Mist Dünger für die Felder hergestellt werden. Unser Ziel ist es, mehr und bessere Lebensmittel herzustellen. So können die Familien durch den Verkauf ihrer Produkte ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Meine größte Motivation sind die Reaktionen der Bäuerinnen und Bauern. Sie zeigen mir, dass meine Arbeit wertvoll ist.